Was geht ab, Leute? Ich bin wieder in Hamburg, beziehungsweise wir alle. Wir waren ja auf der Motorradmesse in Friedrichshafen. War auf jeden Fall richtig cool. Ich habe ein paar von euch getroffen, mit ein paar habe ich schon geschrieben und war einfach mal cool, da mal echt jemanden so kennenzulernen. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt wieder hier. Ich habe mir vorgenommen, ich will ja weiter Coastern üben. Allerdings ist heute das Wetter nicht so gut. Nasse Straßen, dann wollte ich ja mit David seiner Karre fahren, aber die springt ja gerade nicht so gut an. Nicht wirklich. Nein, und ja, deswegen dachte ich mir, wir schnappen jetzt mein Bike, packen den Transporter rein, suchen uns einen Spot und werden da einfach mal driften üben. Driften? Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Also ich bin selber echt gespannt. Ich habe das ja eigentlich wirklich noch nie ausprobiert und ich werde mal sehen, wie ich mich heute anstelle. Ich dachte, dass es vielleicht etwas leichter ist, wenn die Straßen so ein bisschen nass sind, dass man da ein bisschen besser rutscht halt. Und ja, mal gucken, wie ich mich anstelle. Was denkst du, wie das wird? Du hast ja vorhin schon gesagt, es ist egal, wenn ich mich auf die Fresse lege. Ja. Die Aussage fand ich sehr interessant. Ist mir egal. Ich dachte mir jetzt so scheiß drauf. Ich brauche jetzt kein Bling-Bling-Bike. Ich will jetzt richtig üben. Und geil. Wenn ich Kratzer habe, scheißegal. Du wirst dich nicht legen, glaube ich nicht. Na, mal gucken. Ich werde mir Mühe geben, dass es nicht passiert. Also ich werde dich gut instruieren. Ja. Und es ist ja kein Hexenwerk. Ne? Außer ja. Du willst jetzt die Fußraste schleifen im Drift. Auf nasser Fahrer. Na gut, mal gucken. Ich glaube, das fühlt sich dann wieder so krasser an, als es ist. Das ist wie bei Wheelies. Dann ist man so ein Stück über dem Boden und man denkt so, krass, ich schleife gleich mein Heck, aber das war gerade mal so hoch, so 5 cm. Man kennt es. Ja, gut. Schutzkleidung habe ich schon so halb an. Wäre natürlich alles anziehen, Stiefel, Helm, Handschuhe und so weiter. Und ja, würde ich sagen, wir laden ein und dann geht's los. Let's go. Bis gleich. Die quietschen gefühlt immer stärker. Ich kann das nicht mehr hören. Ich brauche mal. Wir werden jetzt wahrscheinlich doch nicht mein Motorrad nehmen, da die mit den anderen Motorrädern angekettet ist. Und der Schlüssel ist in Sörens Wagen und Sören ist ja nicht da. Ja. Top Sache, deswegen werden wir jetzt doch probieren, irgendwie Davids Bike zu nehmen und hoffentlich springt das an. Das war jetzt alles umsonst. Und ja, wir steigen jetzt erstmal ein, fahren zum Spot und dann probieren wir es. Let's go. Okay. So, komm schon bitte. Sie will aber. Wir kriegen das hin. Komm. Man merkt halt immer, wie der Zündfunken da ist. Ja. Aber dann macht sie wieder Sie will aber. Das gehört am Anfang, da war ein kleiner Funke. Niemals aufgeben. Läuft. Hütchen. So, die braucht man natürlich, denn für ein paar Driftübungen muss man einen gewissen Bereich haben, den man besser kennenlernt. Und deswegen bauen wir die jetzt einfach mal auf. Ich habe keine Ahnung, wie wir die aufbauen, aber... Ich weiß es auch nicht. Welche Richtung fühlt sich denn für dich besser an, wenn das hängt? So nach rechts. Also so? Ja. Also es hängt nach rechts und du quasi ein bisschen nach links. Ja. Mhm. Okay. Natürlich super tricky, weil die ganze Fahrbahn nass ist. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, aber auch leichter. Paradox, ich weiß. Ja, weil das Hinterrad rutscht leichter, aber natürlich dann auch, wenn du quer gehst, legst du dich schneller auf die Nase. Aber ich bin sicher, die Annika wird heute ihren guten Job machen. Was ist denn, wenn ich mich mit deinem Schatz hinlege? Richtung kommt, ne? Okay. Das primär nur als Orientierung, das heißt, du bremst an und dann kannst du dich so ein bisschen orientieren, weil ich finde es immer persönlich ein bisschen leichter, wenn man einen Bordstein hat oder irgendwas, wo man sich eben orientieren kann. Wenn du einfach so auf freier Fläche bist, dann ist es ein bisschen schwieriger. Ja. Deswegen so sollte ganz gut sein. Ich nehme mal die Kamera. Du bist ready to rumble? Ja, ich ziehe noch meinen Helm auf, Handschuhe, ist ein bisschen frisch. Du bist ja auch schon krank. Ja. Und ja, würde ich sagen, ich fahre mich erstmal ein bisschen warm, beziehungsweise dein Schatz. Und dann geht's los. Let's go. Ich bin motiviert. Sehr gut, ich merke schon. Die Energie. Ich kann sie spüren. Wollen wir mal hoffen, dass das Bike hier nicht ausgeht. Oh, die qualmt ganz schön. Was muss ich überhaupt beachten hier? Kupplung ziehen, nicht ziehen, ein bisschen ziehen. Also, kleiner, du bist eigentlich mal vom Motorrad weg, komm mal mit. Also kleiner Kurs, was das Driften angeht, ich bin jetzt auch kein Experte, aber du fährst an, gibst ein bisschen Gas, zweiter Gang, schon ein bisschen Drehzahl,
Dann schaltest du runter. Es wird jetzt gehen hier. Normalerweise schaltet man zwei Gänge runter, aber es wird jetzt auch gehen, dass du einen Gang runterschaltest und das Heck so ein bisschen kommt. Also fährst zweiter Gang. Ja. Schon halbwegs Drehzahl. Dann ziehst du die Kupplung direkt runterschalten in den ersten. Vorne leicht bremsen. Kupplung leicht loslassen. Hinten leicht bremsen. Warum schaltest du runter? Musst du, sonst kommt das Hinterrad nicht in diese Driftbewegung rein. Oh Gott, okay. Ich habe mir das irgendwie jetzt gerade leichter vorgestellt. Also. Okay. Erstmal warm fahren hier. Ich bin ein bisschen schon aufgeregt hier. Ein bisschen merke ich es schon. Die Bremse wirklich nur ganz, ganz leicht schleifen lassen. Ja, und du brauchst richtig Drehzahl. Erster, zweiter Gang, also zweiter Gang. Wie schnell musst du mich am zweiten Gang fahren? Hauptsache Drehzahl, das ist wichtig. Okay. Du brauchst richtig Drehzahl, weil es ist quasi so, als würdest du zu früh runterschalten. Und dadurch passiert das nämlich, dass das Hinterrad gegenrotiert. Okay. Ja? Hinten ganz leicht nur bremsen, also du musst nicht richtig durchdrücken, weil das wollen wir nicht erreichen. Nur ganz leicht. Vorne ruhig dann ein bisschen mehr im Verhältnis zu dem. Kein Gas. Okay. Ab geht der Pede. Okay, zweiter. Ich rutsche ja schon so. Hä? Ich weiß gerade nicht, ob ich das richtig mache. Hä? Ich bin doch so verwirrt irgendwie in meinem Kopf. Ich muss jetzt erstmal die Reihenfolge. Ja, sah schon gut aus. Wo muss ich am besten sitzen? Ganz normal sitzen? Oder? Ja, ganz normal. Hast du gemerkt gerade? Ich habe schon gemerkt, ja. Genau, weil wir wollen ja, dass das Hinterrad wegdriftet, aber trotzdem noch rotiert. Also es darf nicht blockieren. Okay, das war schon das richtig gut gerade. Ja? Okay. Genau, mach das so ein paar Mal jetzt auf der Gerade und dann kriegst du das Gespür. Okay. Ah, da hat es blockiert. Das war zu viel Hinterradbremse. Zu viel Hinterrad? Ja. Okay, war zu viel Hinterrad. Ich dachte, es war gut. Ah, das war gar nicht. Ich habe immer so ein Gefühl, dass ich mich irgendwie zu einer Seite lehnen muss, dass ich auch in die bestimmte Richtung irgendwie drifte, aber das kommt dann bestimmt noch. Okay. Auch wieder verkackt. Oh, ich komme mir vor wie ein Dulli. Okay, wie habe ich das denn eben gemacht? Am Ende war gut, am Anfang zu viel. Ja, Kupplung am Schleifpunkt. Ja. Mehr am Schleifpunkt sein. Ich halte die ganz durchgedrückt. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht so beachtet. Boah, das ist so kompliziert am Anfang. Okay. Gut. Ja, super. Unglaublich, wie schnell dieses Mädel das lernt. Das gibt's gar nicht. Ja! Sehr geil. Perfekt. Hinterrad hat schön rotiert, genauso. Ich merke das jetzt, ich spüre das jetzt. Ich weiß, welchen Punkt du meinst. Ja. Aber ich weiß noch nicht so richtig damit, ich weiß nicht so richtig, wie ich mich in der Richtung lenke. Das kommt dann mit Körper. Genau, einfach so versuchen, mit dem Arsch das Bein so ein bisschen nach links bzw. rechts zu drücken. Ja. Einfach mit dem Po. Und schön sachte Bewegungen. Oder einfach so ein bisschen zack, zack, zack. Du merkst ja, wie es slidet. Ja, okay. Sehr geil. Das ungefähre Gefühl habe ich schon mal. Jetzt probiere ich mal zu bestimmen, in welche Richtung ich rutsche. Mal gucken, mein Hinterteil soll jetzt nach rechts rutschen. Das fühlt sich geil an, ne? Fühlt sich geil. Vor allem habe ich auch gesagt, ich rutsche jetzt nach rechts und ich bin da
Sehr geil. Man denkt immer, die geht gleich aus, wenn du so komisch rotierst, das Hinterrad. Das fühlt sich so an, als mache ich das falsch. Und wenn sich das so anfühlt, als würde ich das falsch machen, dann ist das richtig. Das ist so bescheuert. Ich denke immer direkt ab gleich. Verrückt. Oh. Alter Schwede! Okay, also das war auf jeden Fall schon jetzt ein bisschen schräger. Ich habe schon gesagt, nicht mehr Risiko jetzt eingehen. Versuch mal um die Hütchen. Ja, mach ich jetzt mal. Okay. Da bin ich gespannt. Also, Hütchen sind da, das heißt, Annika muss von hier links dran vorbei. Mach erstmal ganz easy. Gewöhn dich an die Entfernung und vielleicht kriegst du ja so eine leichte Puppe hin. Du musst ja nicht komplett, das ist ja geisteskrank, das kann ja ich noch nicht machen, aber so ein bisschen linksrum gezielt. Okay, mal gucken. Ja, okay. Ich glaube, das ist schwer. Versuchen wir es mal. Muss ich jetzt natürlich viel schneller die Drehzahl hinbekommen. David ist noch nicht bereit. Jetzt geht's los. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Das Schöne ist wirklich bei diesen Halb- und Halbfelgen, man sieht, wie das Rad weiter rotiert, weil das gilt dann als Drift in dem Sinne, beziehungsweise Slide. Geisteskrank. Okay. Alter Schöne. Oh, jetzt ist er aus. Oh, weia. Aber keine Sorge, weil also wenn die warm ist, dann sollte die in der Regel auch wieder angehen. Muss nur neutral schalten. Und dann Glück gehabt. Geil. So, wir versuchen das Ganze jetzt nochmal aus einem anderen Winkel einzufangen. Dann sieht man nämlich wirklich, dass sie eine kleine Kurve fährt. Alter Schwede. Ich finde das so toll, wie sich David freut. Sein Gesicht motiviert einen so richtig. Okay. Ui, 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 ui. Sehr schön. Sehr gut. Also es sieht schon wirklich sehr präzise und sehr fantastisch aus. Wirklich. Das ist Wahnsinn. Alter Schwede, du gehst so quer, Alter. Du gehst so geisteskrank, ja also schon, also halt jetzt nicht Anfang. Schräg, aber schon quer. Das ist auch allgemein besser, wenn man das mal so lernt, kann man sich allgemein im Straßenverkehr viel besser verhalten, wenn mal irgendwas plötzlich auftritt. Wie heißt denn das? Aquaplaning? Aquaplaning. Ja, wenn das mal passiert oder im Sand oder Verschmutzungen oder so. Ich weiß noch früher, da bin ich mal kurz im Feldweg lang gefahren, da hatte ich meinen Führerschein neu. Da bin ich so mit dem Hinterrad hin und her gerutscht, hatte schon übel die Panik. Und so kann man da viel besser reagieren. Das sieht echt schon verdammt gut aus. Ich hätte nicht gedacht, dass du direkt so nah an den Hütchen so gut um die Kurve kommst. Wahnsinn. Hätte ich auch nicht gedacht. Das ist Wahnsinn, wirklich. Am Anfang danke. Du motivierst dann richtig. Ich sehe so, wie du hinter der Kamera stehst und so grinst und dich mitfreust. Voll, mega. Gib mir also, ich bin sowieso schon immer am Grinsen, aber wenn jemand Erfolge erzielt, was gibt Schöneres? Danke, das ist auch ein geiles Gefühl und immer wieder übel lieb, dass du mir hier deinen Schatz anvertraust, weil ich könnte mich wirklich jederzeit packen und dann hast du noch mehr, was irgendwie kaputt ist. Ich dachte auch gerade so, oh shit, jetzt wird sie übermütig, jetzt legt sie sich gleich, aber es ist nicht passiert. Ja, echt, Wahnsinn. Ja, am geilsten, ohne Scheiß, weißt du, was wir machen müssen? Was? Wenn trockene Straße ist, dann nochmal probieren und dann zusammen. Du mit deiner XC, ich mit meiner FE, in der Hoffnung, dass wieder der Motor angeht und nicht ausbleibt. Und dann, wenn der Reifen quietscht, wenn man driftet. Das stimmt, das ist geil. Richtig geil. Das macht todessüchtig. Und du siehst halt diese schwarzen Streifen auf dem Boden. Ja. Ich sag dir, das ist unnormal nice. Ja, ihr habt's gehört. Wir probieren das einfach dann nochmal am Trocknen. War auf jeden Fall richtig geil. Ich glaube wirklich, dass es eher ein bisschen so erleichtert hat, sag ich jetzt mal, mit der nassen Straße. Ich habe halt so langsam das Gefühl bekommen, wie gesagt, im Sommer, wenn meine dann wieder angemeldet ist, fahren wir mal zusammen im Trocknen. Dann, ich glaube, das geht sogar ein bisschen besser dann zu erklären. Wenn ich das noch sehe, wie deine Körperhaltung ist und dann
kannst du das eher nochmal mir wiedergeben, anstatt du jetzt außen stehst und das du sagst. Definitiv. Ja? Also man muss auch sagen, wenn es trocken ist, ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger, ja, weil das Rad nicht so schnell rutscht, nicht so leicht rutscht. Ich sehe mich hier schon drüber fliegen. Ja, ja, das passiert leider schnell, wenn man ordentlich Gas gibt. Du hast schon gerade, das war schon echt übel. Also du hast schon Gas gegeben. Geil, aber es macht halt umso mehr Spaß auf trockener Fläche, wenn du es da dann kannst. Ja. Aber das kriegen wir hin, da bin das ich sicher. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Gut, ich denke, das reicht für heute. Ich werde ein bisschen weiter trainieren. Ich nehme euch demnächst noch mit. Ich will ja noch Coastern üben, ich will Driften lernen, ich will richtig nochmal ordentlich schleifen. Ich verstehe es nicht. Viele, na gut, ist doch verständlich, aber viele wissen überhaupt nicht, dass ich jemals mein Kennzeichen geschliffen habe. Ja. Weil das Video ist uralt und ich habe das aber immer ohne Coastern gemacht. Ich glaube, ich habe, na gut, aber auch nicht so oft. Ich habe das so zwei, dreimal geschliffen. Und danach dachte ich mir, nee, ich das jetzt immer wieder mache und mich dann irgendwann mal packe, weil irgendwas passiert, der Motor geht aus oder irgendwas, dann will ich lieber davor Coastern üben, dass ich das richtig schön safe hinterm Kipppunkt schleifen kann. Und darum habe ich ewig nicht solche Bilder oder Videos hochgeladen. Ja, wird Zeit, oder? Ja, so richtig Zeit. Schön dein Heckschleifen wäre mein Ziel. Alter, Heckschleifen im Coaster. Das ist geisteskrankes Feeling. Heftig. Nee, ich habe richtig Bock. 2020 wird mein Jahr. Ich spüre das. Ich habe richtig Motivation. Ich will das durchziehen. Ich will driften, ich will coastern, ich will schleifen, ich will auf der Sitzbank stehen, ich will One-Hander machen. Ich will richtig durchziehen dieses Jahr. Deswegen, ich bleibe dran, scheißegal welches Wetter. Jetzt vielleicht bei Glatteis nicht noch, wenn das noch kommen sollte. Und ansonsten, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir mal eure Erfahrungen reinschreiben oder Tipps, je nachdem. Und ja, ich freue mich einfach nur. Ich freue mich. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Annika. Mir auch. Vielen Dank. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Cause when